Hey, willkommen zu Tipp Theorie ist praktisch. Im Video Nummer 1 haben wir uns angeschaut, wie Tonika, Subdominante und Dominante über Feeling richtig verknüpft werden und für dich die maximale praktische Wirkung entfalten. Jetzt gehen wir noch ein kleines bisschen weiter. Jede Tonart hat nämlich 6 Akkorde, 3 Dur-Akkorde und 3 Moll-Akkorde. Und da gibt es wundervolle Bezüge, dass du dir solche sperrigen Begriffe wie Dominant-Parallele, Subdominant-Parallele gar nicht mehr unbedingt merken musst oder da in Verwechslungsgefahr kommst. Ich zeige dir ein paar Eselsbrücken und vor allem schauen wir uns wieder in der musikalischen Praxis an, warum diese Begriffe am Akkordeon so toll anzuwenden sind. Als allererstes müssen wir wissen, wie ein Dreiklang überhaupt zustande kommt. Wir legen dafür unseren Daumen auf den Grundton, bei C-Dur auf das C. 5 Finger nebeneinander in 5 Fingerpositionen. Und dann gehen wir in diesen Gabelgriff, 1, 3, 5. Das liefert uns jeweils den Dreiklang. Wenn du in der linken Hand mal C-Dur hältst, merkst du, dass die rechte Hand super damit verschmilzt, wohingegen wir, wenn wir 2 und 4 drücken würden, eine Dissonanz hätten, die sich wieder auflösen möchte in diesen Dreiklang hinein. Wenn wir jetzt also von C-Dur sprechen, dann kann C-Dur entweder die Tonleiter C-Dur meinen oder den Akkord C-Dur. Und natürlich hängen beide zusammen, weil der Akkord C-Dur auf den Tönen der Tonleiter aufgebaut ist. Die hatte ich hier jetzt automatisch unter meinen Fingern, wenn ich den Tonvorrat von nur weißen Tasten berücksichtigt habe. Wenn wir jetzt unseren Daumen mit diesem Gabelgriff weiter verschieben, dann kommen wir auf diese Akkorde. Also C-Dur, D-Moll, E-Moll, F-Dur, G-Dur und A-Moll. Ich habe sie hier mal farblich sortiert. C, F und G haben wir ja schon kennengelernt. Drunter drüber drauf, wieder nach C. Und die anderen Akkorde, die können wir auf ähnliche Art und Weise sortieren. Schau dir hier erstmal nochmal eine kleine Logik in deiner linken Hand an. Nämlich springt für diese Tonleiter deine linke Hand jeweils über einen Knopf drüber. Wenn du da schön drüber robbst, kannst du fühlen, wie die Abstände sind. Und daraus ergeben sich auch schon ganz schöne Akkordverbindungen. Sortieren wir das Ganze einmal um. Dann kommen wir hier in den sogenannten Quintfall. Wir sehen jetzt also deutlich auf der unteren Linie um das C herum Subdominante, Dominante und Tonika. Und auf der oberen Linie um das A herum wieder dasselbe. C und A-Moll sind sogenannte parallelen Tonarten. Und durch diese Schreibweise vereinfacht sehen wir hier sehr schön auch anhand von diesen beiden Linien, wie diese Parallelen zusammenhängen. Ein kleiner Tipp, um ganz schnell zu einer Tonart die Parallele zu finden, wenn du Standard-Bass-Akkordeon spielst. Wenn du zum Beispiel beim C bist, C-Dur, und du suchst die parallele Moll-Tonart, leg deinen 5. Finger auf deinen Stopppunkt und dann alle Finger übereinander, dann landest du automatisch mit dem Zeigefinger bei der Parallele. C und A. Möchtest du jetzt zum Beispiel von E-Moll die Parallele finden, dann leg ganz einfach deinen Zeigefinger drauf und dein kleiner Finger zeigt dir die Parallele Dur. Wo liegt hier jetzt Dur und wo liegt Moll? Auch dafür habe ich eine kleine Eselsbrücke für dich. Dur klingt ja immer ein bisschen fröhlich und fröhlich passt zum sonnigen Süden. Wir haben hier also 3 Knöpfe, die die Länder im Süden beschreiben. Dann stell dir einfach vor, in der Mitte ist eine Burg, C als Burg. Und drumherum sind die Ländereien, die zu diesem südlichen Land gehören. Und sobald wir weiter nach oben gehen, landen wir im Norden, haben nochmal genau dasselbe. Im Norden ist es ein bisschen kühler, deswegen Moll. D-Moll, A-Moll als Tonika und E-Moll. Und somit kannst du mit diesem Nord-Süd für Moll und Dur ganz schnell immer rausfinden, in welche Richtung deine Finger sich bewegen müssen. Wenn du jetzt in Moll bist, logischerweise abwärts in den Süden. Oder wenn du in Dur bist, aufwärts in den kalten Norden, um die Moll-Akkorde zu finden. Ein Quintfall heißt nichts anderes, wie dass wir am Akkordeon Knopf für Knopf nach unten wandern. Dabei ergeben sich immer super schlüssige Akkordfolgen. Zum Beispiel könntest du immer mit Dominant 7 Akkorden abwärts wandern, egal wo du hinspringst. Das klingt super schlüssig. Und natürlich können wir hier auch diese Akkorde mit anwenden, entsprechend unserem Tonvorrat von C-Dur.
Beispiel dieser Ausschnitt kommt in ganz, ganz vielen Songs vor. Das ist das Prinzip des Quintfalls mit diesen Akkorden. Wenn du mitgedacht hast, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass aus der C-Dur-Tonleiter der siebte Ton fehlt. Da haben wir keinen Akkord drauf gebildet. Das würde einen H-verminderten Dreiklang geben. Den blenden wir jetzt einfach mal großzügig aus, weil er für diese Spannungsverhältnisse von Tonika und Co. keine so große Wirkung hat. Jetzt ist es nur eine Definitionsfrage, ob wir A-Moll oder C-Dur bei diesem Tonvorrat als Ausgangspunkt und als Tonika sehen. Das wird meistens festgelegt über den Schlussakkord und auch über die Dominante. Ein G7 leitet zum Beispiel nach C-Dur. Und wenn wir C-Dur als Schlussakkord hätten, dann würden wir sagen, C ist die Tonika und A-Moll ist entsprechend die Tonika-Parallele. D-Moll liegt drunter, somit die Subdominant-Parallele. Und E-Moll liegt drüber, somit die Dominant-Parallele. Andersrum würde es aber auch gehen, hättest du ein E7 in einem Stück drin, wäre das ein ganz deutliches Zeichen, dass es hier nach A-Moll geht. Und mit einem A-Moll-Schlussakkord wäre dann klar umrissen, dass A-Moll die Tonika ist und entsprechend C-Dur die Tonika-Parallele, F die Subdominant-Parallele und G die Dominant-Parallele. Das ist eigentlich nur ein bisschen, um festzulegen, wo unser Start- und Zielpunkt liegt. Dieses Gefühl von drunter, drüber, drauf, was diese Kadenzen mit sich bringen, bleibt unbeachtet von diesen Parallelbegriffen ja immer trotzdem erhalten. Schauen wir uns nochmal charakterliche Schubladen dazu an. Hier haben wir unsere drei Grundakkorde mit Ruhe, Feierlichkeit und Spannung. Und sobald wir A-Moll als Tonika-Parallele mit reinnehmen, haben wir so eine Schattenseite zu diesem C-Dur. Wir hören sofort, dass die beiden einen sehr hohen Verschmelzungsgrad haben, aber A-Moll eben ein bisschen mehr die Melancholie dabei zeigt. D-Moll liegt im Grenzbereich dieser zwei Ländereien aus Dur und Moll. Wenn du nach unten weit wanderst, dann wirkt es immer ein bisschen wie so ein dämmernder Akkord, der entweder in die Nacht gehen könnte, zurück zu A-Moll. Diese Tiefsinnigkeit des Subdominanten. Oder der eine Überleitung schaffen könnte zu Dur. E-Moll wirkt ein bisschen enttäuschend, ernüchternd und hat eine ganz klare Bestrebung zu A-Moll zurückzuführen. Der möchte so nicht stehen bleiben. Typisch Dominante löst sich wieder auf zu Tonika oder in diesem Fall zu Tonika-Parallelen, die Dominant-Parallele. Und Dominanten sind meistens in Dur und oft als Dominant-Septakkord zu finden. E7 wäre hier also ein besonders überleitender Akkord, wenn wir von C-Dur kommen. Dann bildet dieser Akkord das Portal, mit dem wir in die Mollwelt gelangen, in die Schattenwelt, wenn man so möchte. Auch hierzu nehmen wir als Praxisbeispiel jetzt den Wellerman zur Hand. Dieses Mal befinden wir uns im Chorus und ich spiele dir wieder diese beiden Zeilen vor. Dann sprechen wir ein bisschen drüber, was wir hier in der Analyse finden können. Gehen wir von hinten nach vorn vor. Diesen letzten Takt kennen wir bereits aus dem Vers. Hier haben wir jetzt klar definiert, dass wir in D-Moll sind. A7 als Dominantakkord, D-Moll nach dem authentischen Schluss als Ruhepunkt. Was passiert zuvor? Das sehen wir wieder sehr schön vereinfacht durch diese innovative Bassnotation. D-Moll, die Parallele dazu, wäre F-Dur. Und dieses F-Dur wird angespielt durch eine Subdominante, also durch einen Plagalschluss. Wir haben hier dieses Feierliche, jeweils auf der 1. Allein schon der Einstieg in diesen Chorus ist sehr, sehr feierlich. Soon may the weatherman come. Endlich wird er kommen. Und dann hören wir hier auch super schön anhand der textlichen Bedeutung wieder diesen Wechsel von der Dur-Welt in die schattige Moll-Welt. Freude, soon may the weatherman come. Und dann die Tatsache, er ist aber noch nicht da. Mangelware,
bringt uns Zucker und Ruhm, das fehlt uns. Da wird es richtig ernüchternd. Und das hören wir auch wieder auf eine ähnliche Art und Weise von dieser Subdominante, von der Tiefsinnigkeit in die Ruhe der Tonika, die hier eben als Mollfestung ein bisschen mit dieser Melancholie getränkt ist, wohingegen vorne die Dur-Variante sehr strahlkräftig ist. So, wenn du jetzt noch nicht von Anfang an diese ganzen Affekte mit Ruhe und so weiter raushören kannst, oder wenn du sagst, du hast auch noch gar nicht so richtig ein Gefühl dafür, wo jetzt was hingeht, das ist überhaupt nicht schlimm. Das muss man nämlich genauso trainieren wie alles andere in der Musik. Wichtig ist, dass du dich immer wieder fragst, was du da gerade hörst und in welche Schublade du das ablegen könntest, und dass du auch daraus eine gewisse Routine machst. Das Tolle ist, das macht riesig Spaß, weil du nicht nur mit Tastendrücken beschäftigt bist, sondern jetzt wirklich auf die Gefühlsebene vordringst, deine Musik zu hinterfragen, zu durchforsten und solche Zusammenhänge suchst. Und je mehr Zusammenhänge entdeckt wurden, desto süchtiger wirst du wahrscheinlich nach dieser Methode, weil man merkt, hey, ich habe so viel schon in den Fingern oder so viel schon im Gehör, dass neue Stücke immer nur ein paar ganz wenige Punkte haben, die man überhaupt noch dazulernen muss, damit man sie spielen kann. Wir haben jetzt gerade am Anfang immer das Tonmaterial von C-Dur betrachtet, sobald du zum Beispiel weißt, welche Vorzeichen bei einer Tonart hinzukommen. Auch dafür gibt es tolle Übungen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Dann ist es gar nicht mehr schwer, diese Sachen in egal welcher Tonart zu spielen. Machen wir auch hierzu nochmal ein kleines Praxisbeispiel. Wir spielen diesen Wellerman jetzt in C-Moll. Nimm dein Akkordeon und nur die linke Hand. Dein Ziel ist C-Moll, die Parallele. Na, schon gefunden. Ist S-Dur und wir starten durch eine Anspielung vom Knöpfchen drunter und dann zur Parallele. Hier wird einer übersprungen. Probieren wir mal, ob das schon funktioniert. 3, 4! Dafür brauchst du auch räumlich gesehen ein richtig gutes Vorstellungsvermögen, wo deine Burgen liegen, damit du jeweils drüber oder drunter die Burg anvisieren kannst. Lass mich auch hier wieder gerne wissen, was der praktische Nutzen für dich war, was weitere Fragen sind. Ich freue mich auf dich. Bis bald, dein Matthias.